Herzlich willkommen zum Erfolg 4.0 für Ihre Steuerkanzlei und für Sie persönlich. Kennen Sie diese Probleme? Ihre Mandanten werden immer kritischer. Sie werden preisbewusster, feilschen mehr um das Honorar und sind immer häufiger auch bereit zu wechseln. Das war früher ganz anders, aber heute ist die in Anführungsstrichen Loyalität vieler Mandanten zu ihrem Steuerberater sehr, sehr eingeschränkt. Und gute Mitarbeiter zu finden, wird auch immer schwieriger. Die Freude am Beruf leidet unter immer mehr Stress. Und Zeit für Privates und Erholung wird weniger, die Familie leidet darunter und sie persönlich auch. Oft unbewusst, aber immer stärker. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Steuerkanzlei auf eine ganz neue Erfolgsebene heben können. Und dabei sogar noch die Zeit finden, die Sie schon immer gewünscht haben, um Ihr Leben auch noch zu genießen. Für wen ist dieses Video? Es ist für Steuerberater, die nach einer guten Möglichkeit suchen, ihre Kanzlei zukunftsfähig auszurichten. Es ist für Steuerberater, die Einkommen ergänzen und mehr Cashflow generieren wollen. Es ist für Steuerberater, die für sich ideale Kunden gewinnen wollen, also den Traummandanten, wie ich es jetzt sage. Und diese Traummandanten zahlen nicht nur ihre Honorarrechnung pünktlich, sondern empfehlen sie auch noch begeistert weiter. Und für Steuerberater, die begeisterte Mitarbeiter finden wollen, die eigenverantwortlich und mit Engagement dabei sind. Für wen ist das Video nicht? Dies ist kein Schnellreich-Video. Auch wenn es oft schneller geht als gedacht, so ist die Welt allein nach dem Ansehen so eines Videos oder auch nach dem Besuch eines Seminars bei uns nicht automatisch heller, schöner und weiter. Das Wissen alleine reicht nicht. Man muss es auch tun. Und oft muss man aus seiner gewohnten Komfortzone heraustreten, Neues tun und neue Gewohnheiten aufbauen. Durch jahrzehntelange Arbeit mit unseren Kunden wissen wir, worauf es ankommt. Wir haben die Tools und das Netzwerk an Experten, damit Sie schneller vorankommen. Ihre Ergebnisse können Sie damit oft wesentlich schneller erreichen, als Sie es alleine können. Wir erleben zurzeit einige der riskantesten und gleichzeitig chancenreichsten Veränderungen in der Geschichte. Was meine ich damit? Sie alle haben vom digitalen Wandel gehört. Und diese Firmen sind Ihnen absolut bekannt. Facebook, Airbnb, MyTaxi, Uber, Tesla, nur um einige mal zu nennen. Beispiel MyTaxi. Als die Gründer von MyTaxi anfingen, haben sie die Taxizentralen gefragt, um Beteiligung gebeten. Die Taxizentralen waren damals noch so von sich selbst überzeugt, von ihrem althergebrachten, bis dahin erfolgreichen Geschäftsmodell, dass sie dankend abgelehnt haben. Inzwischen sind es harte Wettbewerber. Und die Taxizentralen sehen zum Teil ihre Fälle davonschwimmen. Der Hotelbranche geht es zum Teil ähnlich mit Airbnb. Und Uber und Tesla, auch da wird sich zeigen, ob die hohen Börsenbewertungen, die diese beiden Firmen heute schon haben, gerechtfertigt sind. Aber ich bin sehr sicher, vieles davon wird eintreffen. Und dieser digitale Wandel wird auch Ihre Branche verändern. Wie weit sie die verändern wird, das wird sich zeigen. Aber ich bin sicher, es werden dramatische Veränderungen auch auf Sie als Steuerberater zukommen. Was automatisch aber mitwächst, ist der Umsatz im weltweiten Beratungsmarkt. Von 2011 bis 2016 ist er zum Beispiel weltweit von 205 auf 250 Milliarden angewachsen. Und in Deutschland ist er von 12,5 oder 12,2 Milliarden in 2003 mehr als verdoppelt auf 27 Milliarden in 2015. Das heißt, der Bedarf nach Beratung, der wächst automatisch mit dem Veränderungsdruck durch unter anderem den digitalen Wandel. Das Internet hat traditionelle Mauern eingerissen. Heute kann jeder mit einem Laptop und einem Handy ein Beratungsgeschäft starten. Wir können fast jede Zielgruppe online über Kanäle wie Google oder Facebook für wenige Cent erreichen. Und viele Beispiele zeigen, dass ein sechs- oder sogar siebenstelliges Beratungsgeschäft von zu Hause ohne festes Personal geführt werden kann. Die Gewinnmargen sind noch höher als im klassischen Steuerberatungsgeschäft, nämlich bei 85-95%, also extrem hoch. Frage an Sie. Wollen Sie auf diese neuen Wettbewerber warten oder wollen Sie sich lieber selbst ein Stück von diesem Kuchen abschneiden?
Jetzt ist die perfekte Zeit, um Ihre Kanzlei durch neue Consulting-Möglichkeiten auf eine ganz neue Ebene zu stellen. Ein paar Worte zu uns. Mein Name ist Jörg Weißner, ich bin Autor, Speaker und Coach, habe mal Bankkaufmann gelernt bei einer Großbank, dann Anlageberatung gemacht, 3 Jahre parallel Bankfachwirt gemacht, dann BWL studiert, parallel zum Studium Unternehmensberater gemacht als Freiberufler und mit meinem Chef damals zusammen mehr als 100 Gründungsberatungen durchgezogen. Die allermeisten nachher allein natürlich. Dann wollte ich kurz zur Bank zurück als Firmenkundenbetreuer. Mich hat ein Kunde abgeworben und ich war 5 Jahre lang Finanzchef, Personalchef, Verwaltungsleiter in einem Handelsunternehmen. Wir haben den Laden verkauft damals. Ich bin zurück in die Beratung und mache seitdem Unternehmensberatung, Seminare, Trainings und Coachings. Angefangen mit Management Buyouts, Marketingberatung, Finanzberatung und immer mehr in Richtung Training und Coaching gegangen, weil das ist, was mich am meisten fasziniert und wo ich am meisten Spaß dran habe. Warum engagiere ich mich so für Steuerberater? Ganz einfach. Oder vielleicht auch nicht ganz so einfach. Mit 16 habe ich ein Praktikum bei meinem Onkel in Hamburg gemacht, er war Steuerberater. Fand ich ganz faszinierend. Mit 26 BWL-Studium, danach Steuerberater, eine der Optionen. Mit 29 ein Angebot von Arthur Andersen, damals einer der Top 5 weltweit, bei denen als angehender Steuerberater Wirtschaftsprüfer anzufangen. Die Commerzbank war schneller und mich zurückgeholt. Mit 30 Angebot in die Kanzlei meines Onkels einzusteigen, wiederum Nein gesagt und dann in den Handel gewechselt. Mit 36 wieder zurück in der Beratung, Zusammenarbeit mit sehr vielen Steuerberatern, bei vielen, vielen Menschen mit Buyouts, als damals die Mauer gefallen war und wir im Osten viele Firmen begleitet haben bei ihren Gründungsvorhaben. Und ab 39 sehr viele Seminare und Simulationen mit und für Steuerberater. Meine Kollegin Anke Stürmann, Coach und Trainerin, ursprünglich mal Kunstgeschichte studiert. Ich habe sie dann abgeworben von der Allianz, wo sie als Sachverständigerin anfangen wollte. Habe sie überzeugt, dass eine Trainee-Ausbildung in der Beratung viel interessanter ist. Sie hat Bürokauffrau noch gelernt, macht die Buchhaltung für 5 Firmen nebenberuflich, hat also auch eigene Buchhaltungserfahrung und macht seitdem Unternehmensberatung, MBOs, Marketing, Finanzen, viele Sachen mit mir zusammen gemacht. Heute trainiert sie als freiberufliche Trainerin und Netzwerkpartnerin von mir internationale Firmen, deutsche Firmen und auch unsere mittelständischen Firmen. Das auch sie hat mehr als 25 Jahre Beratung, Training, Coachingserfahrung. Ein paar Projektbeispiele. Wir haben Marketingberatung gemacht, Strategieworkshops, Teamworkshops, BWL-Simulationen, zum Beispiel für einige 100 Apotheken, Projektmanagement-Simulationen und sehr, sehr viele Soft-Skill-Seminare, also zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklungsseminare, Verkaufsseminare, Verhandlungsseminare, Präsentationsseminare für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Allein diese Seminare haben wir für diese Gruppe seit mehr als 10 Jahren sehr erfolgreich durchgeführt. Hier nur einige unserer Kunden. Die meisten kennen Sie sicherlich. Why Yourself ist ein mittelständischer Hausbauer, eine Franchise-Gruppe, die ich mit initiiert habe. MAP ist eine Tochter von Porsche, eine Beratungsfirma. GIE, große Apotheken, Großhändler, Beratergruppe Leistung, sehr erfolgreicher Steuerberater im Süden. Mazar kennen Sie sicherlich auch, einer der Top 10 Wirtschaftsprüfer und Beratungsunternehmen. Und Axel Springer und Deutsche Bank brauche ich mir nicht vorstellen. Das heißt, wir kennen beide Seiten. Wir kennen sowohl die Seite aus der Sicht des Steuerberaters wie seiner Mitarbeiter durch die vielen, vielen Seminare und Gespräche mit den Steuerberatern, wie auch aus der Sicht des Unternehmers und des Finanzchefs, weil ich selber als Finanzchef damals und auch später als Unternehmer natürlich mit Steuerberatern zusammengearbeitet habe. Und ich selber habe als Finanzchef damals auch meine Bilanzen von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen prüfen lassen müssen. Also ich kenne wirklich beide Seiten. Was bietet der klassische Steuerberater? Klar. Er bietet Unterstützung bei steuerlichen Dingen, das heißt die sogenannte deklaratorische Beratung. Und er bietet hin und wieder noch betriebswirtschaftliche Beratung. Aber das ist es meistens auch. Was hat für einen Mandanten den größten Wert? Ich bin überzeugt davon, klar, er braucht Unterstützung bei steuerlichen Dingen, er braucht die Beratung da, aber ist das wirklich von ihm so geliebt? Ich glaube, das ist für die meisten Mandanten eher ein notwendiges Übel, was die Zähneknirschen mehr oder weniger in Kauf nehmen. Betriebswirtschaftliche Beratung braucht er schon etwas mehr. Aber was er wirklich braucht, was er möchte, ist die Unterstützung bei der Verwirklichung seiner eigenen Unternehmensvision. Und alleine das ist ein Punkt, den bisher nur sehr, sehr wenige Steuerberater überhaupt auf dem Radarschirm haben. Einer meiner Kunden
der hat mich sehr, sehr begeistert, als ich den vor 15 Jahren gefragt habe, Reinhard, was ist deine Vision? Warum machst du deine Steuerberatung? Was zeichnet eure Kanzlei aus? Und er sagte, Jörg, ganz einfach, mein Ziel ist es, meinen Unternehmern zu helfen, ihre Vision und ihre Unternehmensvision zu leben und zu erreichen. Und so fasse ich Steuerberatung auf. Ich helfe dem Unternehmer dabei, sein Unternehmensschiff zu steuern. Und die steuerlichen Belange im rechtlichen Sinne, klar, die regeln wir auch. Das ist Standard für uns. Aber der Rest, das ist die Sahnehaube auf der Torte. Und das hat mich begeistert. Der digitale Wandel, er bedroht garantiert die klassische FIBU. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Ob 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Aber in dem Bereich tut sich heute schon so viel durch die künstliche Intelligenz, dass wir die Jahre nur zählen können, bis das weitgehend ersetzt wird durch Automatismen. Die deklaratorische Beratung wird ebenfalls immer mehr ersetzt. Was aber eröffnet sich daraus? Es eröffnen sich durch den digitalen Wandel neue Chancen im Consulting und im Coaching-Bereich. Warum ist diese Beratung und dieser Coaching so interessant? Erstens, Sie können sofort loslegen. Sie brauchen kein neues Produkt entwickeln und Sie können mit genau den Fähigkeiten beginnen, die Sie bereits jetzt haben. Was total faszinierend ist, Sie können von überall aus arbeiten und Sie bestimmen, wann und mit wem Sie arbeiten. Ein paar Missverständnisse über das Beratungsgeschäft. Sie brauchen einen weiteren Uni-Abschluss? Nein, brauchen Sie nicht. Sie brauchen keinen. Sie brauchen zusätzliches Personal? Nein, brauchen Sie auch nicht. Sie können mit dem Personal arbeiten oder auch ganz ohne Personal arbeiten. Sie müssen weiterhin Zeit gegen Geld tauschen. Auch das ist ein Mythos. Genau das zeige ich Ihnen, dass das genau andersrum geht. Es kommt auf den Wert drauf an, den Sie Ihre Mandanten schaffen. Und Sie müssen Ihre Klienten noch nicht mal persönlich treffen. Das heißt, Sie können viele Mandanten und viele Kunden auch per Telefon, per Skype und mit den modernen Medien erreichen. Sie müssen nicht immer persönlich hinfahren oder muss nicht persönlich zu Ihnen kommen. Und Sie brauchen nur 3 Dinge für ein zusätzliches, 6-stelliges Consulting-Business. Erstens, Sie brauchen eine Nische und ein dazu passendes Angebot. Ein System, um Termine zu generieren und einen Verkaufsprozess, um genau diese Termine in Mandanten zu verwandeln. Sie könnten zum Beispiel so ein Formular, so ein Satz für sich formulieren. Ich helfe deren der Zielgruppe bei folgenden Problemen, Punkt, 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 mit der folgenden Strategie. Wenn Sie diese leeren Bereiche ausfüllen für sich, haben Sie Ihre Nische und Ihr Angebot schon mal im Entwurf definiert. Daran können Sie feilen, das können Sie verbessern. Ich zeige Ihnen mal, wie es bei mir aussieht. Ich helfe erfolgsorientierten Steuerberatern, die dringend weitere gute Mitarbeiter brauchen, diese mit der TSC-Strategie zu gewinnen und zu begeistern. Oder ich helfe erfolgsorientierten Steuerberatern, die sich mehr Gewinn wünschen, diesen mit mindestens einem neuen Traummandanten pro Monat durch die TSC-Strategie zu erreichen und aber noch Zeit für ein ausgeglichenes Privatleben zu finden. Soweit meine beiden Formulierungen. Jetzt sind Sie dran. Füllen Sie dieses Formular aus und überlegen Sie und prüfen Sie, wie Sie sich dabei fühlen und wie diese Formulierung auf Ihre Kunden und auf Ihre potenziellen Mandanten wirkt. Werfen wir mal einen Blick auf Ihren Mandanten. Was will der, wo steht der und wo möchte er gerne hin? Unten links haben wir die aktuelle Situation. Das ist der Schmerz, da ist der Mandant unzufrieden. Und wenn Sie den erreichen und wissen, worüber er sich ärgert und was ihm Stress verursacht, und noch rausbekommen, wo er hin möchte, also oben rechts zur Wunschsituation, dann haben Sie die Basis für ein sehr gutes Beratungs- und zum Verhältnis zum Mandanten. Es kommt hier auf 3 Punkte drauf an. Erstens, der Mandant schafft es nicht alleine, dann braucht er Ihre Unterstützung. Zweitens, er möchte schneller ans Ziel kommen, auch dann kann er Ihre Unterstützung brauchen. Und drittens, er möchte ein bewährtes System nutzen unter Anleitung von jemandem, der es bereits angewendet hat. All 3 sind Dinge, wo Sie Ihrem Mandanten helfen können, von der aktuellen, problembehafteten Situation zur Wunschsituation zu kommen. Werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Wie sehen die aus? Im Internet müssen Sie heute vielleicht rechnen, ungefähr 1 € pro Klick. Das ist schon etwas hochgegriffen, das geht auch günstiger. Der Einfalt halber nehmen wir mal 1 €. Wenn Sie jetzt von 4 Klicks einen Interessenten gewinnen, haben Sie 4 € pro Interessent bezahlt.
Wenn daraus nur jeder Zehnte sich für ein Gespräch bei Ihnen anmeldet, für ein quasi Bewerbungsgespräch, haben Sie 40 Euro für ein Gespräch gezahlt. Und wenn Sie nur aus jedem fünften Gespräch einen zukünftigen Mandanten gewinnen, dann haben Sie 200 Euro ausgegeben, um zum Beispiel einen Mandanten im Wert von 3.000 Euro oder noch mehr zu bekommen. Würden Sie diese 200 Euro ausgeben, um einen Mandanten im Wert von 3.000 Euro zu bekommen? Ich bin sicher, die allermeisten sagen, klar, sofort. Dann machen wir uns nichts vor. Sie als Steuerberater zahlen zum Teil viel, viel mehr für einen Mandanten. Ich weiß, Steuerberater zahlen zum Teil einen Jahresumsatz für eine Kanzlei. Also quasi einen Jahresumsatz für einen Mandanten. Das heißt, ob Sie nun einmalige oder wiederkehrende monatliche Umsätze erzielen wollen, liegt an Ihnen. Viele Steuerberater rechnen auch schon heute monatliche Pauschalen ab. Das macht es den Mandanten meistens leichter. Das gleiche Prinzip können Sie auf Ihr Consulting-Business übertragen. Der Vorteil? Sie erreichen ein stabiles und planbares Einkommen. Weitere Vorteile? Einen Consulting-Funnel aufzusetzen geht erstaunlich schnell und erfordert wenig technisches Know-how. Und es bietet enorme Freiheit, weil die Struktur dieses Consulting-Business es Ihnen erlaubt, eine maximale Flexibilität und Freiheit, die Sie zum Beispiel nutzen können für Reisen, für Sport und für Familie. Es gibt einen schnellen Markteintritt, das heißt, Sie brauchen keine Monate, um eine komplexe Marketingstrategie zu starten. Ich habe selber in meinem BWL-Studium Marketing studiert. Und ich glaube, wir hätten damals alles die Augen gerieben, wenn uns jemand gesagt hätte, wie einfach es heute werden kann, mit den modernen Webmöglichkeiten ganz gezielt und sehr schnell Feedback vom Markt zu bekommen. Sie brauchen eine überschaubare Technik, eine Opt-in-Seite oder eine Eintrageseite, ein Umfragetool, ein E-Mail-Provider und vielleicht noch einen Webinaranbieter. Das ist alles, was Sie brauchen. Sie haben ein einfaches Verkaufen, weil die Interessenten wollen was von Ihnen und sie bewerben sich bei Ihnen. Das heißt, Sie wählen aus, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen. Und Sie erreichen damit zufriedene und glückliche Mandanten. Das heißt, Ihre Kunden erzielen schnelle Ergebnisse und sind glücklich darüber. Fazit: Das Consulting-Geschäft, Beratungsgeschäft ist gut verkäuflich durch eine hohe Wertschätzung Ihrer Kunden. Durch niedrige Fixkosten haben Sie hohe zusätzliche Marge. Ein schneller Start ist möglich, da Sie kein Produkt entwickeln müssen und nur wenig Technik einsetzen müssen. Und Sie können wiederkehrende, stabile Umsätze erreichen mit ausgesuchten Kunden. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt im Beratungsbereich? Erstens, done for you. Ich tue alles für den Mandanten. Oder done with you. Ich tue alles mit ihm zusammen. Oder 1:1 Coaching. Oder Gruppencoachings. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne mache, weil ich da die Synergie der Gruppe noch dazu bekomme und die Gruppen, mit denen sich untereinander noch austauschen können. Online-Trainingsprogramme. Software as a Service und Provisionsmodelle. Das heißt, das sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen ein moderner Beratungsmarkt bietet. Mitarbeitergewinnung 4.0. Das heißt, eine Kombination bewährter Maßnahmen mit den Möglichkeiten des Internets durch die TSC-Strategie. Mehr dazu gern in unserem Strategie-Coaching. Und Mandantengewinnung 4.0. Eine Kombination wiederum bewährter Maßnahmen mit den Möglichkeiten des Internets durch die TSC-Strategie. Auch mehr dazu gern in unserem Strategie-Coaching. Melden Sie sich jetzt an zum Erfolgsstrategie-Coaching für Ihre Kanzlei. Mein Angebot an Sie ist, ich biete Ihnen ein Strategiegespräch von ungefähr 45 Minuten Dauer, was für Sie vollkommen kostenlos ist. Warum tue ich das? Dieser Ansatz, Kanzlei Erfolg 4.0, für Steuerberater ist für mich eine Weiterentwicklung meiner ganzen bisherigen Coaching- und Beratungsleistung. Und ich möchte für den Start mit einer kleinen, ausgewählten Gruppe von Steuerberatern schauen, wie genau kommt dieses Konzept bei denen an. Ich weiß aus Erfahrung, dass es funktioniert und möchte das jetzt auf die nächste Ebene stellen und in einer kleinen Gruppe von erfolgsorientierten Steuerberatern genau das umsetzen. Und daher das kostenlose Beratungsgespräch für Sie, in dem ich Ihnen schon ganz konkrete Tipps gebe. Und wenn Sie danach sagen, Herr Weißner, das war super, vielen Dank, ich setze alles um, dann bin ich glücklich. Und wenn Sie dann erkennen, okay, das und das möchte ich vielleicht doch nicht machen, genauso gut. Wenn ich erkenne, dass wir beide nicht zusammenpassen, auch okay, dann bekommen Sie eine höfliche Absage. Vielleicht aber auch erkennen wir beide, dass wir einen Schritt weitergehen wollen. Aber das klärt sich alles dann. Zunächst einmal biete ich Ihnen an, ein kostenloses Strategiegespräch.
Das hat einen Wert von ungefähr 300 Euro bei meinen normalen Tagessätzen und Stundensätzen. Nutzen Sie es, testen Sie es, bewerben Sie sich mit dem Klick auf den Button hier unten und ich freue mich, Sie im Telefongespräch wiederzusehen und wiederzuhören.